jetzt das Heute-Journal. Mit Kai Sölve-Richter und Marietta Slomka. Guten Abend. In Dresden haben heute die zentralen Feiern zum Tag der Deutschen Einheit begonnen. Am Montag werden dort dann auch Bundespräsident und Bundeskanzlerin erwartet. Angela Merkel äußerte sich bereits heute in einer Videobotschaft, in der sie dazu aufrief, den Freiheitsruf der DDR-Bürgerbewegung »Wir sind das Volk« nicht Rechtspopulisten zu überlassen. In einer Demokratie, in der jeder das Recht auf freie Meinungsäußerung hat, sei es passender zu sagen, alle sind das Volk. Dass alle ein Volk sind, trifft ja nun eigentlich schon seit 26 Jahren zu, jedenfalls staatsrechtlich. Aber psychologisch gibt es offenbar doch noch ein Ost-West-Bewusstsein. Beobachtungen dazu aus Dresden von Michael Beverunge. Wer hätte das gedacht, dass die Deutschen im Schatten der Frauenkirche so lässig feiern können? Ausgerechnet ein nationales Fest, das der Deutschen Einheit. Es braucht gar nicht viel dazu, nur etwas Musik und Menschen, die Spaß am Tanzen haben und an Einheit. Die ist es wert zu feiern. Dafür, ja, dass wir feiern können, waren wir 1989 auf der Straße. Das ist so. Für diese Feier haben die Republik, das Land Sachsen und vor allem Dresden einiges aufgeboten. Die Stadt hat sich in eine einzige große Partymeile verwandelt, allerdings eine hinter Betonklötzen. Nicht nur wegen der allgemeinen Terrorgefahr, sondern auch wegen Sprengstoffanschlägen in Dresden selbst, offenbar mit rechtsextremem Hintergrund. Doch die spektakulärste Polizeiaktion besteht heute in einem Fallschirmsprung der GSG 9. Viele Besucher staunen mehr über die Schönheit des wiederaufgebauten Dresdens. Einheitliche Verhältnisse in Ost und West? Fast. Man sieht ja den Aufbau im Osten, ist schon ziemlich vorangeschritten, im Gegensatz zum Westen, wenn man so mal in Ruhrpott fährt. Ist schon ein großer Unterschied, aber gerade wie gesagt, in dem Gehälter- und Rentenbereich kann man noch viel erledigen. Ja. Wir sind stolz darauf, wieder ein Deutschland zu sein. Und es gibt für uns in meinem Alter keine Unterschiede mehr, ob nun West oder Ost. Da haben wir eindeutig den Stand, ein Deutschland. Das sehen manche allerdings anders. Dort, wo sich heute Bundesregierung und Bundestag mit großen Zelten ausgebreitet haben, demonstrieren sonst Montag für Montag Bürger, die die Repräsentanten dieses Staates ablehnen und beschimpfen. Auch als Sachsens Ministerpräsident das Einheitsfest eröffnet, ruft eine einzelne Stimme Volksverräter. Eine Pegida-Demonstrantin erklärt, warum. Das ist schön geworden alles und so, das streite ich auch. Was hat der Einzelne davon? Zum Beispiel, wenn die sagen, so und so viele Rentner nennen sich Slam. Das bedeutet davon, die sind vereinsamt. Aber um am Leben teilzunehmen, brauche ich Geld. Ich kann mir keine Karte für Dezember überleisten. Zu DDR-Zeiten hat schon Anrecht, da konnte ich überall hingehen. Der Gauck redet dauernd von Freiheit. Welche Freiheit, wovon soll ich die bezahlen? Eine Kritik, die in dieser Republik zur Meinungsfreiheit gehört. Allerdings gibt es Grenzen dafür. Meinungsfreiheit hat etwas mit Verantwortung zu tun. Und die Verantwortung heißt letztendlich, da einen Halt auch zu machen, wo man andere Menschen verletzt, beleidigt oder sie im Prinzip um Fremdenfeindlichkeit oder Hass in den Worten ist. Da sind die Grenzen dann letztendlich auch der Meinungsfreiheit gesetzt. Doch viele machen vor dieser Grenze nicht mehr Halt. Dass Ostdeutschland in nie gekanntem Glanz erstrahlt, spielt dabei keine Rolle. Die Straßen sind in Ordnung, die Infrastruktur ist in Ordnung. Das haben wir doch alles wunderbar und toll aufgebaut. Auch dieses Sachsenland kann man vorzeigen. Hinter diesen Äußerlichkeiten sind viele Menschen offenbar innerlich noch nicht mitgekommen. Oder haben sich diese Ordnung, die ja auch eine gesellschaftliche und staatliche ist, noch nicht angeeignet. Morgen Abend werden die Wappen der Bundesländer und die Deutschlandfahne auf die Ansicht der Stadt geworfen. Eine große Leuchtperformance als Hommage an die Einheit. Die Farben der Republik sollen die Fassade Dresdens durchdringen. Morgen wird in Kolumbien mit einer Volksbefragung über den Friedensvertrag abgestimmt, den die Regierung mit der Guerilla-Organisation FARC Anfang der Woche unterzeichnet hat. Dass es für diesen Vertrag eine große Mehrheit gibt, ist alles andere als selbstverständlich, auch wenn Umfragen das voraussagen. Es gibt starke politische Kräfte, die diesem Friedensschluss entgegenstehen. Nicht zuletzt die vielen rechtsgerichteten paramilitärischen Gruppen, die in Kolumbien ihr Unwesen treiben. Die linke FARC ist ja beileibe nicht die einzige, die unendlich viel Gewalt und Leid über das Land gebracht hat. Der Friedensvertrag ist jetzt eine historische Chance. Doch Kolumbien tatsächlich zu befrieden, wird sehr schwer. Peter Theisen berichtet. Der Tag beginnt früh für Lorena Murcia. Um 5 Uhr weckt sie ihre zwei Kinder, die sie in ihrem winzigen Häuschen im armen Süden Bogotas großzieht.
Kind sein, das war der heute 23-Jährigen nicht vergönnt. Bereits mit 10 Jahren gehörte sie zur FARC, der Guerilla-Armee, freiwillig, wie sie sagt. Das war ehrlich gesagt keine durchweg schlechte Erfahrung. Wir haben vieles miteinander geteilt. Dort habe ich lesen und schreiben gelernt, kochen. Einfach alle notwendigen Dinge, die man zum Überleben braucht. Doch wie viele andere Kinder auch, hat sie bereits mit 14 bei der Guerilla das Kriegshandwerk gelernt, die FARC. Einst gegründet, um eine gerechtere Landverteilung zu erkämpfen, sie hat sich im Laufe der Zeit mehr und mehr in kriminelle Machenschaften wie den Drogenhandel verstrickt. Gestern entschuldigten sich Führer der FARC für eines der zahlreichen Massaker, bei denen manchmal halbe Dörfer ausgelöscht wurden. Wir bitten um Verzeihung für all die Schmerzen, die wir im Laufe des Krieges verursacht haben. Doch die Gräben sind immer noch tief. Viele trauen den Rebellen bis heute nicht. Heftig kritisieren sie, dass jeder FARC-Kämpfer nun 2 Jahre lang ein Grundeinkommen beziehen soll. Dieser Friede bedeutet ja, dass diese Banditen in den Kongress einziehen und Gesetze beschließen. Deshalb sagen wir nein. Dennoch, die meisten Kolumbianer werden dieser vielleicht einmaligen Chance auf Frieden wohl zustimmen. 2000 Massaker gab es, 7 Millionen Vertriebene. Diese Kosten, die Schäden des Krieges sind immens und unberechenbar. Die Kosten des Friedens hingegen relativ gering. Experten haben ausgerechnet, dass alle laut Friedensplan geplanten Ausgaben für die FARC über die Jahre zusammen niedriger sind als ein Jahr Krieg. Lorena geht mit